Muss man mal ein bisschen schmunzeln bei der Arie. Eigentlich ist das ja auch echt nicht lustig. Ne? Aber dann lag dran. Dann urinieren sie da einfach gegen. Das setzt sich dann so in der Tapete fest. Und keine Ahnung. Das ist dann so ein bisschen. Jetzt wird es dramatisch. So ein bisschen so. Penis vorhat abzukratzen, das war jetzt gemein, ne? Von den ganzen komischen Handwerkern, da hatte ich ja auch schon ein Loch zugemacht. Da ist es wieder auf. Hund und Stöckchen, was wollten Sie denn hier? Kann ich sagen. Ihre illegalen Gelder verstecken. Keine Ahnung. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, da irgendwie. Finde, so eine Wohnung gehören eigentlich definitiv geschlossen. Im Ernst. So ist das halt. Ich lehne mich mal an diese Tür, aber ich kann ja nochmal den Lichtschalter betätigen. So werden dann die Leute in die Pflege geballert, Alter, und keiner will damit zu tun gehabt haben. Und dann, und dann klauen sie immer Schlüssel und dann klauen sie noch einen Schlüssel. Die haben echt kein anderes Hobby, oder? Die haben kein anderes Hobby, so, ne? Müssen dann durch die Wohnung spazieren und denselben Scheiß dann wieder machen. Also da legt man doch irgendwann mal bei solchen Leuten auf, ey, oder? Oder nicht? So. Also meine Philosophie entsprach das nie. Ja, dann war ich jetzt so am Überlegen, ob ich mal den Lack entferne. Muss man eigentlich nur mal ein bisschen Haft und drauf und dann einfach nur lackieren, weil dann sieht man das, also nicht lackieren, malen, dann sieht man das leichter. Und man kann es besser abwischen. Ja, wahrscheinlich arbeitet mittlerweile ganz St. Pauli so, aber ich habe mit denen ja eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Was macht man denn da? Ja, zumindest schulde ich ihm ja auch kein Geld, ne? Guck mal, und der Papa trägt da seine Kinder und dann schmeißen sie einfach nur mit Unkrautvernichtungsmittel wegen Basilikum auf dem Balkon, ey. Weißt du? Lügen euch die Hucke voll, dass hier die fetten Plantagen wären, die ich nie gesehen habe. Im Ernst? So viel dann nochmal zu dieser bescheuerten Drogenbeauftragten, die irgendwie echt keine Ahnung hat. Basilikum kann sie wahrscheinlich auch nicht unterscheiden von Majoran oder so. Das weißt du nicht. Die haben tatsächlich hier irgendwie nur Kräuter und ein paar Blumen gehabt, ey, auf dem Balkon. So viel zu Radikalismus und Faschismus. Ja, aber wir studieren das ja nur. Das ist ja. Das Studium hoch 10, ey.